Hier sind die EmsTV News. Es ist Dienstag, der 12. August. Herzlich willkommen zu den Nachrichten aus Ihrer Region. Zu Beginn der Sendung informieren wir Sie über die aktuellen Corona-Fallzahlen. Landkreisweit liegt die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen weiterhin bei 532. Die Zahl der Genesenen steigt im Vergleich zum Vortag um 4 und liegt jetzt bei 491. Als aktuell infiziert gelten 16 Emsländer. Dies sind 4 weniger als am Vortag. Weiterhin starben 25 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19. Momentan befinden sich rund 110 Personen in häuslicher Quarantäne. Zahlreiche Rettungskräfte wurden zu einem Massencrash auf der Autobahn gerufen. Dieser endete tödlich. Am Montagnachmittag auf der A1 bei Osnabrück. Ein Großaufgebot von Rettungskräften musste zu einem Verkehrsunfall mit Todesfolge anrücken. Zuvor stockte der Verkehr in Richtung Süden. Auf dem rechten Fahrstreifen fuhr ein niederländisches Ehepaar mit seinem Pkw mit Campinganhänger. Die bemerkten dann, dass von hinten ein Sattelzug ungebremst an sie heranfuhr. Der Sattelzug kollidierte dann mit dem Gespann des Ehepaares. Der Pkw wurde dabei auf den Überholfahrstreifen geschleudert und kam im Gegensatz der Fahrtrichtung zum Stehen. Der Campinganhänger wurde abgerissen. Beide Insassen wurden schwer verletzt. Nach der ersten Kollision rammte der LKW noch einen weiteren Pkw. Dieser wurde zwischen zwei Sattelzügen eingequetscht. Der 38-jährige Fahrer des Wagens starb an der Unfallstelle. Der Unfallverursacher wurde lebensgefährlich verletzt. Neben zahlreichen Einsatzkräften wurde auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Für die Zeit der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Autobahn in Fahrtrichtung bis in die Nacht gesperrt. Ein Weltmeister zu Gast auf einem Pferdeturnier in Läden. Das trotz Corona. Wir waren vor Ort. Läden stand am Wochenende wieder einmal ganz im Zeichen des Reitsports. Die Pferdesportgemeinschaft Läden veranstaltete auf ihrem Turniergelände ein Reit- und Fahrturnier. Insgesamt 1000 Nennungen konnten die Verantwortlichen im Bereich der Springprüfungen für das Event von Donnerstag bis Sonntag registrieren. Das trotz Corona-Vorschriften mit verschärften Hygieneregeln. Haben das sehr gut alle angenommen, weil wirklich im Moment, die wollen gerne fahren und auch was rauskommen. Und für diesen Sport ist es sehr, sehr wichtig. Und sehr viele sind auch glücklich darüber, dass wir dieses Event hier machen. Den Verantwortlichen kam es natürlich zugute, dass der amtierende Weltmeister der Vierspännerpferde Boyd Axel mit von der Partie war. Er nutzte das Lädener Turnier, um sich auf die Weltmeisterschaft im Oktober vorzubereiten. Sehr schön, weil das zieht auch Zuschauer und Leute, obwohl wir begrenzt sind. Wir müssen uns an die Corona halten und wir haben 500 Leute zugesagt gekriegt und da sind wir sehr glücklich drüber, dass wir dieses Turnier auch hier ausrichten dürfen. Trotz hohen Temperaturen wurde das Turnier-Event gut besucht und alle Teilnehmer konnten in Läden auf professionelle Bedingungen zählen. Am kommenden Samstag bekommt ein Fußballplatz in Längerich ein kleines Umstyling. Die Samtgemeinde veranstaltet ein Open-Air-Kino. Dominik Kemmer hat die Infos. Im Moment sieht der Fußballplatz an der Eichenallee in Längerich noch ziemlich leer aus. Am Samstag wird sich das aber ändern. Die Samtgemeinde Längerich plant, den Sportplatz in ein Open-Air-Kino zu verwandeln. Jeder, der Interesse an Kinofilmen hat, kann die Veranstaltung besuchen. Die Idee ist in einer Gesprächsrunde von Vertretern der Jugendvereine der katholischen Kirchen entstanden. Unterstützt wird das Ganze von der politischen Gemeinde Längerichs. Das wird im Endeffekt so laufen, wir stellen hier Bauzäune auf. Bevor man durch den Bauzaun geht, muss man erstmal natürlich diesen Zettel abgeben, wie man heißt, wo man herkommt und all das. Dann muss man sich die Hände desinfizieren. Man geht natürlich nur mit Mundschutz auf das Gelände drauf. Und dann haben wir uns überlegt, wir sprühen Quadrate mit Sprühkreide auf den Boden. In jedes Quadrat dürfen bis zu 6 Personen sitzen und die Quadrate haben genug Abstand, dass man sich da nicht anstecken kann. Und in dem Quadrat dürfen die Mundschutze abgenommen werden und sobald man das Quadrat wieder verlässt, wird der Mundschutz einfach wieder aufgesetzt. 2 Filme werden am Samstag gezeigt. Um 18 Uhr startet der Familienfilm Peter der Hase, gefolgt von der Komödie Die Goldfische. Der Eintritt ist kostenlos. Jeden Sommer ertrinken Menschen in stillen Gewässern. Warum es so viele sind und ob diese Zahl vielleicht in Zukunft geringer werden könnte, besprachen wir mit Robert Otten, Bezirksleiter des DLRG im Emsland. Viele Leute unterschätzen die Gefahr auch und überschätzen sich selber.
Und wenn sie weit rausschwimmen, soll man immer dran denken, der Weg zurück ist auch noch mal da. Und deswegen, viele überschätzen sich. Und jetzt gerade bei diesen Temperaturen, viele braten in der heißen Sonne, vielleicht noch Alkohol dabei alles, und dann springen sie ins kalte Wasser. Und dieser Temperaturunterschied ist immens. Und dadurch kommt natürlich sehr oft zum Kreislaufversagen. In Niedersachsen gibt es keine Badestättenverordnung, wie in anderen Ländern, wie in Schleswig-Holstein. Deswegen ist der Betreiber oder die Kommune nicht verpflichtet, eine Badeaufsicht zu stellen auch. Und solange diese Gesetzgebung nicht da ist, ist das auch eine Kostenfrage. Es gibt 18 Badegewässer hier im Emsland. Davon wird nur einer von der DLRG beaufsichtigt. Das ist der Möllersee in Meppen. Auch hier am Speichersee, wo wir uns befinden, besteht also keine Aufsicht durch die DLRG. Das bedeutet, hier schwimmen auf eigene Gefahr, eigenes Risiko. Wir arbeiten ja alle ehrenamtlich. Wir finanzieren uns durch Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Und wenn wir eine Wachstation betreiben, dann bekommen wir natürlich eine Aufwandentschädigung. Das waren Ihre regionalen Nachrichten für heute. Ich freue mich, wenn Sie morgen um 18 Uhr zur gewohnten Zeit wieder mit dabei sind. Bis dahin genießen Sie noch die schönen Sonnenstrahlen heute Abend. Tschüss.